Hi meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video von mir. Ich bin leider immer noch angeschlagen und man hört es auch noch an meiner Stimme. Ich bin komplett erkältet. Es wird jetzt schon langsam wieder besser. Meine Stimme wird auch schon langsam wieder besser, deswegen setze ich mich gerade auch vor die Kamera. Aber ich fühle mich immer noch nicht wirklich schön und auch nicht wirklich gut. Ich habe jetzt Haare gewaschen gehabt und ich habe auch mein Gesicht schon mal so ein bisschen eingecremt und gepflegt. Aber ich muss mich jetzt mal so ein kleines bisschen fertig machen, auch wenn es noch für zu Hause ist. Und ich dachte, ich nehme euch dabei ein bisschen mit. Ich schminke mal so einen Look, wo ich einfach so ein paar Produkte benutze, um mich ein bisschen schöner zu fühlen. Das Ganze soll einfach nur dafür dienen, dass ich, wenn ich in den Spiegel gucke, mich nicht immer so erschrecke, sagen wir es mal so. Genau. Deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt. Und ich habe hier ein ziemlich cooles Produkt. Dazu habe ich euch auch, bevor ich krank geworden bin, aber ich habe es leider noch nicht geschnitten. Ich denke mal, das Reel ist jetzt online, wenn das Video auch online ist. Zu dem Cica Pear Tiger Grass Camo Drops gemacht. Die sind von Dr. Jart. Die sind, ich glaube, das flüssige Äquivalent zu diesem Tiger Grass Color Correcting Treatment, was ja auf TikTok so ein Hype hatte. Zu dem hier. Und die kommen mit so einer Pipette. Und ich muss echt sagen, dass ich das Ganze ziemlich gut finde. Gibt so eine leichte Deckkraft. Das sieht jetzt sehr grün aus. Da ist Tigergras drin oder Zika. Und das, wenn man das so auf der Haut verteilt, das passt sich so der Haut an. So ähnlich wie die CC Cream oder wie die von Origins. Und hat einfach eine super schöne, leichte Deckkraft. Dann nehme ich meinen It Cosmetics Number 7. Und ich nutze es einfach, um meinen Tag so ein bisschen auszugleichen, weil ich bin halt auch durch die erhöhte Temperatur so ein bisschen rot, wie ihr sehen könnt. Ich sehe total aus wie so ein gekochter Krebs. Ich weiß auch nicht, es ist... ja. Das sorgt einfach nur dafür, dass so ganz leicht die Rötungen ausgeglichen werden. Achso, by the way, ich wurde gefragt, ob ich Corona habe. Nein, ich habe kein Miss Rona. Gott sei Dank, ich bin einfach nur sehr erkältet. Ich bin sehr froh darüber, weil ich habe das letzte Mal, als ich an Corona erkrankt war, wirklich extrem lange damit zu kämpfen gehabt, vor allem mit der Lunge. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich so, dass ich ziemlich aktiv bin. Ich arbeite ja in einem Beruf, wo ich sowieso viel laufen muss am Tag. Und ich habe immer meine 10.000 bis 12.000 Schritte. Zusätzlich dazu habe ich ja auch einen Hund, mit dem ich immer regelmäßig große Runden laufen gehe. Und ich versuche ja auch immer mal wieder so ein bisschen mehr Sport zu machen. Aber ich hatte tatsächlich sehr, sehr lange damit zu kämpfen, dass ich nach Corona extrem mit meiner Luft zu tun hatte. Also meine Lungen waren sehr lange wirklich sehr befallen davon. Sehr angegriffen. Ich habe ganz, ganz schnell keine Luft mehr gekriegt und war sehr ausgelaugt. Aber das hat sich jetzt Gott sei Dank ein bisschen beruhigt wieder. Das Einzige ist, ich habe so immense Kopfschmerzen zurzeit. Das ist nicht schön. Und meine Stimme ist natürlich, ich bin Erzieherin. Wenn ich mit meiner Stimme, hier auch meine Videos, wenn dann meine Stimme nicht da ist, dann ist es halt einfach bescheiden, weil das funktioniert nicht. Du musst ja deinen Alltag komplett mit der Stimme begleiten. Ihr seht, es gibt einfach so einen wunderschönen Glow und ebnet die Haut so aus. Ich habe das bei Mrs. Bella gesehen und musste mir das direkt nachkaufen. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Jetzt benutze ich von Balea den Tarte Perfection Concealer. Den gibt es leider nur in einer Farbe, aber der erinnert mich sehr an den von Maybelline. Ihr seht, der ist ein Stückchen mir zu dunkel, aber der ist so schön peachy. Und damit gleiche ich erstmal meine Augenschatten so ein bisschen aus. Einfach aus dem Grund, weil ich zurzeit wirklich krasse Augenschatten habe. Ich glaube, durch die Belichtung des Videos kommt das gar nicht so rüber, wie es eigentlich aussieht. Ich nehme jetzt aus dem Simara Shop meinen Softie Sponge und gehe damit so über meine Augenringe. Und verblende mir den Concealer. Und ich gehe wirklich auch nur um die Augenpartie mit dem Concealer, weil ich
Ich möchte eigentlich nicht großartig irgendwas abdecken. Ich möchte einfach nur so ein bisschen ausgleichen. Ein kleines bisschen frischer aussehen. Und mit dem Rest, der noch in dem Schwamm ist, gehe ich nochmal so über die Nase. Und gehe auch nochmal über den Rest der Haut. Und arbeite mir nochmal das Dr. Jutting ein. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Ich nehme jetzt aber dennoch noch mein Kaya, wie heißt der? Kaya Cosmetics It's Iconic Concealer. Das ist die Farbe 1N. Der ist sehr, sehr hell. Und da gebe ich mir auch wirklich noch ein Pünktchen nochmal oben drüber. Und gebe auch so ein kleines bisschen auf die Nase, um das nochmal so ein kleines bisschen zu highlighten. Aber ich will jetzt auch nicht großartig nochmal was abdecken, sondern einfach nur highlighten. Ich hätte jetzt auch den von Rare Beauty nehmen können, aber ich dachte, ich zeige euch mal ein bisschen was anderes. Weil da wisst ihr ja, dass ich den über alles liebe. Und ihr seht, das hält einfach nochmal so ein bisschen auf. Ich habe durch die Erkältung so eine übelst trockene Hautpartie. Ich hätte wahrscheinlich doch den Rare Beauty benutzen sollen, aber ist egal. Ihr seht, das Ganze sieht jetzt einfach ein bisschen ausgeglichener aus. Ich benutze jetzt von Mario, Make-up by Mario, den Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer. Das ist der hier, das ist die Farbe Light to Medium. Ich habe hier schon mal mit einem Pinsel reingedippt, total bescheiden, aber der ist echt gut. Ich finde den sehr, sehr schön. Ich nehme auch den wieder. Der hat so eine ganz besondere Textur. Der erinnert mich schon sehr an eine Mischung aus dem Charlotte Tilbury Cream Bronzer und dem Hatice Schmidt oder Kesselin Bronzer. Das mir hier fehlt, ist ein Spiegel in dem Produkt, aber das ist sehr schön. Das gibt nicht so super viel Farbe ab, aber es wirkt ein bisschen frischer im Gesicht und das ist das, was ich zurzeit sehr gerne mag. Und ich gehe auch nochmal so ein kleines bisschen über meine Nase. Ich gebe mir dem Restprodukt nochmal unter meine Lippe. Jetzt benutze ich von Pixi den On The Glow Blush. Das ist die Farbe Fleur, ihr seht, der ist so zum Rausdrehen, also so ein Cream Blush. Und den gebe ich mir jetzt einfach über die Stellen, wo ich sowieso schon rot bin, damit das wenigstens einheitlicher ist und ich so ein bisschen frischer aussehe. Und auch das blende ich mit demselben Pinsel aus. Ich nehme jetzt auch nochmal den Blushpinsel auf der kleinen Seite und gebe mir so ein kleines bisschen von dem Blush hier so über das Augenlid. Jetzt benutze ich das Riva Loves Me High Perfection High Glam Puder. Das habe ich euch ja in der Review von der Limited Edition schon gezeigt. Ich finde es sehr, 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 sehr gut und ich nehme da jetzt so einen Powder Puff und setze mir meinen Concealer damit. Ich nehme jetzt das Glow Powder von Asam Beauty, gehe da mit dem Finger rein und gebe mir so ein bisschen in den Innenwinkel, um mein Auge noch mal so ein bisschen zu öffnen. Optisch. Das war es auch schon ein Highlighter. Ich brauche nicht mehr heute. Und dann nehme ich von Catrice den All-in-One Brow Pencil. Der ist in der Farbe Blond und der ist aus dem neuen Catrice Sortiments Update. Dazu habe ich euch auch schon ein Video hochgeladen. Damit fülle ich einfach nur so ganz fix meine Augenbrauen. Und blende das dann mit dem Spoolie so aus.
Dann nehme ich von Biana Beauty. Das ist das Clear Brow Gel. Das gebe ich mir einfach nochmal so ein bisschen drüber. Jetzt biege ich schnell meine Wimpern. Das ist die Tweezer Man Wimpernzange. Und jetzt benutze ich die Sky High. Die Sky High Mascara in Burgundy Haze. Nur, dass ich so leicht getäuschte Wimpern habe und ich finde, die Farbe bringt einfach meine Augenfarbe nochmal so ein bisschen raus. Was mir sehr gut gefällt. Nehme ich mir von Make-up Forever den Color Pencil in 602 Completely Sepia, damit im Rand nicht meine Lippen ganz lang. Jetzt benutze ich von Summer Fridays den Lip Butter Balm in der Farbe in Pink Sugar. Für eine Frisur mache ich mir oft einfach nur so einen etwas halbherzigen Sleek Bun und nehme mir so ein schöneres Haargummi aus Seide. Ihr Lieben, das hier ist mein fertiger Look für so Krankheitstage. Ich fühle mich einfach, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, so ein kleines bisschen mehr put together, ein kleines bisschen attraktiver. Und ich sehe zumindest nicht mehr ganz so krank aus, auch wenn ich noch so klinge oder mich so fühle. Aber ich finde, der Anfang ist schon mal gemacht. Man fühlt sich einfach so ein kleines bisschen besser, wenn man sich so ein bisschen herrichtet. Und ich denke, dass das auch für jeden vielleicht auch so ein Make-up-Look ist, den man so jeden Tag tragen könnte. Ich hoffe, euch geht's gut. Falls es euch nicht so gut geht, dann wünsche ich euch gute Besserungen. Ansonsten, ja, ich versuche jetzt wieder regelmäßiger online zu gehen. Ich habe es einfach durch die Gesundheit nicht geschafft, es tut mir leid. Aber ich werde jetzt wieder rangucken und mehr Videos online bringen. Auf jeden Fall zwei die Woche. Deswegen abonniert gerne meinen Kanal, falls es euch gefällt hier. Und falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt, aktiviert auch gerne die Glocke. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video online geht. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, was euch gefallen hat. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, was ihr so für Videos sehen möchtet. Und folgt mir auf meinen Social Media Seiten. Ich bin auf Instagram sehr, sehr aktiv und auch auf TikTok ein bisschen aktiver als hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!